Den nehmen wir auf dem Rückweg aus. Ich trage noch den Darm, Tatsache. Danke. Ich darf nicht so viel sprinten. Was habt ihr denn? Stream und Discord geht nicht gleichzeitig oder was? Oder was macht ihr da gerade? Ach, Tommy hat Leitungsprobleme. Ne? 6000 ist aber nicht viel. Ach nee, du, da, hast du den Termin schon? Oder ist verschoben noch weiter? Tommy hat dieses neues Internet bestellt. Ich frage mich, ob so ein Bär immer 6 Schuss braucht. Wahrscheinlich nicht, denke ich mir. Gute Nacht, Lydia. Mensch! Leute! Na, ich bin verletzt, ich weiß. Jetzt bin ich wirklich verletzt. Läuft nicht gut gerade. Läuft nicht gut. Läuft überhaupt nicht gut gerade. Wir gehen jetzt unten auf der Straße entlang. Da vorne ist das Arsch. Komm her. Mach ich platt. Meine Klamotten gehen ja alle kaputt hier. Dann fällt sich schneller von mir, als ich hinterherkomme im Krieggang. Wenn du nur alle 5 Sekunden mal schießen kannst, ist es echt unangenehm. An der Wand müsste ja eigentlich umdrehen, ist eine frisst sich durch den Felsen.
Jetzt darf ich auch echt auf keinen Wolf mehr treffen. Nein, Leichenpflastern seinen Weg. Ja, ich weiß. Ich will eher an die Hosen da hinten ran. Rückzug. Rückzug. Das ist das einzig Vernünftige. Ich bin total erschöpft nach 2, 3 Wolfsangriffen. Ich brauche Heilung. Das Doofe ist, ich habe jetzt gar kein Messer mehr, um den Wolf aufzunehmen. Auch nicht auf dem Rückweg. Wir müssen ganz zurück. Wir müssen leider ganz zu Jeremiah zurück. Geht nicht anders. Ich überlegen tote Wölfe und ich komme nicht ran. Ich hätte vielleicht doch ein zweites Messer mitnehmen sollen. Also zum Auseinandernehmen hätte es gereicht, aber beim Verteidigen verbraucht das Messer anscheinend sehr stark. Wenn ich das Problem jetzt nicht gehabt hätte, dann wäre es auch besser. Das ist jetzt ungünstig. Das war jetzt eigentlich alles für umsonst, ne? Dass ich jetzt hier die Aktion, ich wollte da mal rüber. Und eigentlich jetzt für umsonst, ne? Außer Leid und Elend haben wir jetzt hier nichts gewonnen gerade. Nun denn. Ja, man steckt nicht drin. Mal gucken, nicht, dass hier gleich noch einer kommt. Ab und zu rennt hier auch noch einer rum. Immerhin habe ich noch ein paar sehr gute Messer da drüben. Ihr habt doch einen Wettstein. Okay, kaputt ist kaputt. Da bringt mir auch der Wettstein jetzt nichts mehr. Den hätte ich den bei 4% natürlich benutzen müssen. Die wohl mal verloren haben. Ja, wenn mich jetzt noch ein Wolf angreift, dann bin ich relativ sicher auch tot, weil ich könnte mich jetzt nur noch mit den nackten Händen verteidigen. Es ist 22 Uhr, ich weiß, danke schön. Ja, wie gesagt, wir machen zwangsläufig auch ein bisschen länger dann. Also. Jetzt wollte ich noch nicht aufhören. Ich wollte noch irgendeine Art Erfolgserlebnis mitnehmen heute. Wir haben zu Hause auf alle Fälle reichlich zu essen. Das ist schon mal ganz gut. Guter Punkt, um Feierabend zu machen. Eigentlich ja, ich mal gucken. Ich versuche ja auch aber immer für eine Woche aufzunehmen. Also bis zum nächsten Stream halt, ne? So mit halt diesem einen Tag Überschneidung, zu dem ich da verpflichtet bin. Also, ja gut, sonst gibt es halt mal einen Tag keine Folge, ist auch kein Weltuntergang. Kann man natürlich auch machen. Ne? Ich will die halt auch nicht irgendwie 18 Minuten lang machen, ne? Sondern. Die sollten nach Möglichkeit halt auch mal eine brauchbare Länge haben.
Wo habe ich denn meine ganzen Kaninchenpelze rumliegen lassen? Ich brauche 4 Stück für die Handschuhe. Da müssen doch noch irgendwo noch mehr rumliegen. Ich kann doch nicht ständig Kaninchen töten und hab dann keinen Pelz. Wo habe ich die denn immer abgelegt? Ich will ja jetzt nicht aus Spaß töten oder sowas. Was ist denn das? Ach, das ist auch noch ein Hirsch. Okay. Ein Toter natürlich. Ich will ja nicht aus Spaß mit den Kaninchen töten. Also die Würfel finde ich dann auf jeden Fall wieder. Wegen der Creme. Da oben liegt ja auf einer von. Yep, denn das mag sein, dass du gerade kurz ein bisschen müde bist, aber den Wolf holen wir uns gleich noch. Den Wolf holen wir uns noch. Den Pelz hätte ich ganz gerne. Gegart. Oh, das ist gut. Das können wir mal eben kurz essen. Dann trinken wir was. Dann haben wir hier das kaputte Messer, legen wir ab. Und wir nehmen mal nicht Jerry Myers Messer, sondern... Wo ist denn das andere Messer? Das Jagdmesser wollte ich haben. Ich habe ja aber wirklich 2-mal Jerry Myers Messer. Das ist schon komisch. Ja, kann man nur nächsten Tag nochmal versuchen, was man dann darüber kommt. Aber vielleicht, da siehst du, da oben sind doch schon die Krähen. Sicher, heute wird es bestimmt 23. Gestern wurde ja auch 23 Uhr und morgen wird es bestimmt auch 23, habe ich gehört. Azidal, einen schönen guten Abend. Ja, so langsam greift aber wirklich die schiere Erschöpfung hier um sich. Immerhin habe ich jetzt wieder ein Messer. Immerhin weiß ich anhand der Würfe immer, wo ich gewesen bin. Das hat ja auch seinen Vorteil, ne? Wir nehmen nochmal 2-mal da mit und... ach komm, das Fleisch lassen wir einfach mal erstmal. Wir haben da so viel Fleisch vor der Tür. Was? Wieso? Darf ich jetzt... das ist ein... was das für ein Spiel ist? Das ist eigentlich ein Survival-Game im Schnee. Und dieses hier ist... mittlerweile der Story-Modus. Es geht natürlich immer noch ums Überleben. Die Story hast du jetzt aber schon nachhaltig verpasst. Ich kann dich dir nur empfehlen, auf YouTube mal die aktuelle Playlist anzugucken von The Long Dark, so heißt das Spiel. Ich hatte das auch schon mal vor 1,5, 2 Jahren gespielt, nur im Überlebensmodus, aber hier gibt es jetzt richtig eine Story dazu. Zwangsläufig noch mit Überleben verbunden, ne? Also und dadurch zieht es sich ein wenig, sag ich mal. Also ich mag es sehr, es ist auf alle Fälle sehr interessant und sie haben es schön umgesetzt. Also ich mag den Grafikstil sehr. Das passend zu dem Spiel. Entschuldigung. Und die Musik und die Geräuschkulisse, die ist auch eigentlich sehr, 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 sehr gut, finde ich. Kannst du einfach mal tun. Man kann sich hier Schnee schmelzen, um sich Wasser zu kochen. Und das dauert aber alles und kostet alles Zeit. Und ich habe eben gerade eine schlechte Phase gehabt. Ich bin so ein bisschen am vor mich hinsterben. Aber mir geht es gleich wieder gut. Komm, das schaffen wir noch. Kochen die anderen beiden auch nochmal. 3-2-Spieler, einen schönen guten Abend.
Nach Klamotten wollte ich mal kurz gucken. Ich bin total erschöpft. 15 Kilo kann ich nur noch tragen. 94, 91. Die repariere ich nicht. Das lohnt sich nicht. Und diese Pullis sind unverwüstlich, ne? Brauche ich alles nicht zu reparieren. Das geht noch. Das wird alles funktionieren. Achso, was trinken könnte ich eigentlich nochmal. Und ich könnte mir vielleicht vorher doch nochmal einen Tee machen. Oder den Tee direkt trinken. Wenn ich dann wirklich besser schlafen sollte, dann probieren wir es mal aus. Vielleicht schlafe ich ja etwas länger mal. Aber ich kriege nachts wieder so viel Durst, ich merke schon. Und deshalb wache ich wahrscheinlich wieder auch. Nee, jetzt bin ich dadurch nicht aufgewacht anscheinend. Hast du die Felle abgelegt? Warum ist denn das erst zu... Ablegen. Ablegen. Ja, klar, habe ich. Nein, das will ich nicht ablegen, das will ich trinken. Jetzt fahre ich da einmal so im Ablegerhythmus eben. Ich glaube, 4 Stunden gehen noch, ne? Bei uns lagert Info an Wildkleidung. Was? Kleidung habe ich mir eben angeguckt. Ich will die anderen Hosen haben. Ich will ja eigentlich nur die anderen Hosen haben. Das ist ja das Ding. Nimm ich das Reh jetzt mit? Mal mehr, ganz ehrlich, mehr? Nee, machen wir nicht. Aber mehr Wildfalls da kürzlich können uns ja überhaupt gar nicht mehr entgegenkommen. Ne? Das ist ja gar nicht mehr machbar. So, zweiter Anlauf. Wir versuchen, zum See zu kommen. Wobei, in die Richtung, da werde ich bestimmt dann noch ein paar Wölfe treffen. Messer haben wir dabei. Ja, haben wir. Mhm. Dann können wir uns wenigstens wieder verteidigen. Irgendwas sagt mir, dass ich gerade erstmal genug Wölfe getötet habe hier. Nein, nein, den nimmst du schön wieder in die Hand. Ist mir... Könntest du die mal wieder in die Hand nehmen? Nein, die andere. Nur ist gut. Nur halten. Ist mir egal, ob du die Knöchel verstauchst. Den Wolf nehmen wir jetzt nicht aus. Ich möchte nur rüber, alles einsacken, wieder zurück. Mehr will ich nicht. Das muss ja machbar sein, oder? Dann gehen wir mal da lang und dann biegen wir gleich rechts ab und dann kommen wir auch in die richtige Richtung. Nur bin ich von dieser Seite aus... Ja gut, ich komme dann auch nochmal am Bären vorbei. Und dann können wir den Restbär hier ausnehmen und können meinem Holzfällerlager das Fleisch mal deponieren. Natürlich nicht erst auf den Rückweg, genau, Tommy. Da muss man auch konsequent sein. Erst auf dem Rückweg. Ich gehe doch jetzt nicht mit Wolfsfleisch in der Tasche durch die Gegend. Dann kriege ich ja noch mehr Stress als eben. Das riechen die doch Kilometer gegen den Wind. Das muss echt nicht sein. Sind doch schon wieder Krähen, was nie wieder verendet. Hab ich mich verjagt, ey. Knackerkaninchen.
Ist ja gut. Da hinten kommt aber ein verdammt schneller Wolf an. Er kann mich doch wohl nicht gesehen haben, oder? Warum lässt er das Reh denn da in Ruhe? Wieso ist hier ein Lagerfeuer? Das ist ja das, was mich in erster Linie mal interessiert. Warum ist denn hier ein Lagerfeuer? Mysteriös. Wir sind hier gestorben. Und wann soll das passiert sein? Ich suche mal den Rucksack. Nassen Stuff. Streichhölzer. Haben wir so wenig. Wir machen nochmal ein Foto. Wo ist der Wolf hin? Okay, der geht wieder nach oben. Oh, noch ein Jagdmesser. Na gut, meins. Wann ist der denn hier gestorben? Brief für Hanks Nichte. Ein Brief für Hanks Nichte. Wer ist Hank? Text lesen. Liebe Angela, ich habe dir immer gesagt, dass eine Zeit kommen wird, in der du dich eine Weile verschanzen musst. Ich dachte dabei eigentlich immer an das Erdbeben, aber ich hatte ja keine Ahnung, wie schlimm die Lage auf Großer Bär werden würde. Welchen Grund du auch immer hast. Wenn du je eine Weile untertauchen musst, wenn du es in der Stadt nicht mehr aushältst oder wenn du deine Mama hier auf der Insel besuchst, verwende diese Information, um einen Vorratsbunker zu öffnen. Ja, ich weiß, deine Mama hat dir gesagt, Onkel Hank wäre ein verrückter alter Knacker und du solltest dich von mir fernhalten. Zu viel Zeit im Internet, was? All diese verrückten Prepper-Websites. Nun, ich sage das nicht zu dir, aber zu ihr, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Habe ich doch gleich gesagt. In Liebe, dein Onkel Hank. Okay. Schlüssel zu Hanks Schließkassette.